So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Heute der nächste Community Raid, denn Boreos ist weg, Voltolos ist in den Raids. Aber erstmal möchte ich euch den Eisbrunnen zeigen. Das ist nicht der Eisbrunnen, das ist was anderes. Aber da ist auch Wasser drin, aber das ist mir zu unspektakulär. Der richtige Eisbrunnen ist hinter diesem Gebüsch. So, hier seht ihr den Eisbrunnen. Den ich einfach jetzt mal so nenne, weil das ist normalerweise ein Brunnen, da läuft die ganze Zeit das Wasser raus, aber es ist so kalt die ganze Zeit. Lasst euch mal nicht von dem Taubsi da irritieren, was da rumsitzt. Es ist so kalt, dass alles, was oben rausgelaufen ist, mittlerweile gefroren ist. Alles, was am Rand dann entlang gelaufen ist, gefroren ist. Immer wieder das Wasser dann auf den Eisflächen wieder drüber geschwemmt wurde, auch wieder gefroren ist. Mittlerweile habt ihr so einen richtigen Koloss, der sich gebildet hat. Und ich finde, das sieht einfach richtig genial aus. Ich kann leider nicht näher ran, weil hier ist so ein Busch. Aber wenn man sich das wirklich mal vor Ort betrachtet, ist das einfach krass. So, das ist das Intro. Und jetzt suchen wir eine Voltolos Raid. Melden uns zurück mit Kondern, mit Übersicht, mit WP, mit allem anderen, was so sonst dazugehört. Und bis gleich. So, jetzt habe ich gedacht, es wird gar nichts mehr mit dem Community Raid heute. Hab schon Raid am Mittwoch aufgenommen für Mittwoch. Hab's schon für Mittwoch reingestellt. Hab's jetzt doch auf Donnerstag verschoben, denn kurz vor 15 Uhr, also 14.11 Uhr, ist der erste Raid mit Voltolos. Erschienen zumindest. Er ist ja noch nicht mal auf, er ist immer noch zu. Wir stehen jetzt hier, immer noch, bei der, pass auf. Das ist die Futuristic Sculpture. Und es sieht sehr schön aus, weil heute am Mittwoch war noch die ganze Zeit angesagt, dass da so ein heftiger Schneesturm kommt. Keiner soll raus, keiner soll unterwegs sein. Alles brutal. Ich finde, es ist übelst genial, übelst friedlich. Ja, vorhin war noch gar nichts, jetzt ist schon alles weiß. Wenn das alles liegen bleibt, wer weiß, wie viel noch kommt. Vielleicht sieht es nachher noch ultra heftig aus. Aber ich mache ja jetzt meinen Raid. Jetzt. Und dann muss ich ja theoretisch heute nicht mehr raus. Finde es aber schön, dass wir so eine weiße Winterkulisse haben im Auto. Im Video, genau. Ich stehe jetzt also hier. Die Arena ist auch gerade gelb geworden. Ich kann ja mal gucken, ob ich mich da reinsetzen kann. Da sitzen zwei Bogies drin, da setze ich noch einen Rettan rein, dann gehe ich mal zurück. Dann möchte ich euch ganz kurz mal zeigen, Voltolos. Im Community-Tab habe ich nämlich wieder eine Übersichtsgrafik gepostet. Wenn ich jetzt hier drauf gehe und hier rüber wisch, dann sind wir im Community-Tab. Apropos, denkt dran, es gibt eine kostenlose Box für die Leute, die Boreos am Anfang geradet haben, als Boreos frisch reingekommen ist, vor einer Woche. Da konnte es ja noch nicht shiny sein. Also guckt mal bei euch nach, ob ihr vielleicht, wie ich mit dem Community Raid direkt den ersten gemacht habe, es gar nicht shiny sein konnte. Und alle, die mit mir zusammen da geradet haben, haben auf jeden Fall diese Box oder müssen diese Box haben. Ich habe meinen täglichen Pass verbraucht und kriege jetzt einfach 4 Pässe zurück. Genial. Das war auch der einzige Boreos, den ich je gemacht habe. Hier ist jetzt die Liste für Voltolos. Das Ding ist Flug und Elektro. Ihr nehmt also Eis gegen Flug. Oder Gestein gegen Flug. Elektro, wir tun so, als hätte er gar kein Elektro. Dann ist alles hier aufgelistet, alles was Gestein hat, alles was halt ein bisschen mit Eis zu tun hat oder so. Marmudelarmee ist da wieder am Start, kann ich mir gut vorstellen. Elektro-Angreifer habe ich selber sowieso eigentlich nichts, keine Armee. Ich würde also vielleicht jetzt die eine Woche, wo das da ist, jeden freien Pass in das Voltolos reinbauen, weil das ist eigentlich ganz cool, auch wenn es nicht so cool aussieht. 100er Wert, 20, 91, 26, 14, das merkt man uns. Und jetzt habe ich noch was anderes für euch, nämlich, ich habe noch ein Giveaway von NetGhost, da habe ich noch 2 Codes, einen zeige ich in der Raider Mittwoch-Folge. Da gibt es ein Glücksei und ein Rauch, einen zeig mal jetzt hier nochmal kurz, 7ULDN66886W7N, gebt das ein im Ingame-Shop unten, dann kriegt ihr ein Glücksei und ein Rauch. Aber ist nur einmalig einlösbar. Der Erste, der es eingibt, kriegt das. Der Rest hat dann keine Chance mehr. Dann gehen wir nochmal zurück. Gehen auf die Raid-Gruppe. Denn ich habe ja hier wieder gepostet, den Raid natürlich, dass ich den machen will. Mit Uhrzeit, mit Koordinaten, mit allem drum und dran. Henry Niki, Kaiser Kai, Denise, Creeper, Genaya, Johannes, Bloodentiers, Matze, Borki, Svegodat haben sich eingetragen. Borki und Svegodat muss ich mir kurz noch aufschreiben. Den Rest habe ich schon aufgeschrieben. Und dann sehen wir uns gleich im Raid wieder.
Ja, wir sind zwar noch nicht im Dezember wieder, es ist noch kein Adventskalender, aber das erste Türchen ging gerade auf. Und da seht ihr plötzlich sowas hier. Was ist das denn? Nein! So, da hat einer gesagt, der Raid ist auf, wir müssen jetzt raiden, wir müssen uns beeilen. Ich stelle mich mal hier drüben irgendwo hin. Ja, toll, auf das verschneite Dach. Moment, ich muss euch jetzt hier drauf bauen. Mann, ist das rutschig. Jetzt musst du aber noch aufpassen, dass die ganze Kamera nicht runterschmiert. Jetzt habt ihr eine schöne Landschaft hier. Wir gehen drauf. Moment, ich sag noch mal Bescheid. Ich schreibe noch mal Go rein am besten. So. Ach, Gopo Gomanu hat sich jetzt auch eingetragen. Verdammt noch mal, jetzt muss ich noch mal raus. Jetzt muss ich noch mal hier rein. Jetzt habe ich schon Go geschrieben. Muss Gopo Gomanu noch einladen. Merkt ihr euch das? Gopo Gomanu. Ich spreche es immer wieder vor mich hin. Gopo Gomanu. Erstmal die ersten 5 hier. 1, 2, 3, 4, 5. Dann nochmal 4 und Gopo Gomanu. Ihr seht, eine Mammutarmee ist am Start. Das ist sehr schön. Da muss ich gar nicht groß überlegen. Da muss ich gar nicht nachdenken. Ich hoffe, die haben auch alle Eisattacken. Ja, normal müsste das hier Lawine haben und Schneeball und Lawine und dann wisst ihr schon, das ist das Moveset, das ist fett. Ansonsten habe ich kein Team vorbereitet. Es hat sich ja stark gebessert. Früher hat es dir nur Kacke vorgeschlagen. Mittlerweile sind die Teams, die es dir automatisch vorschlägt, eigentlich sehr gut angepasst. Auch an die Attacken, die der Raid-Boss dann immer hat und das ganze Zeug. Jetzt müssen wir hier noch an Gopo Gomanu denken. Plus die restlichen 4, die wir jetzt hier, Svegodat, Kripa, Henry, Kaiserkai, sind alle 10 eingeladen, also 2x5. Und ich finde das immer noch herrlich. Dieses Konzept vom Community Raid, beim Raid-Boss-Wechsel an dem Tag, den allerersten Raid, der aufgeht, zu machen. Dass du ab 11 Uhr guckst, wo geht nach 11 Uhr der erste Raid auf, nicht warten, bis einer in deiner Nähe aufgeht und da bequem hinlaufen, sondern wirklich, wo ist der erste Raid und da dann hinfahren oder hinlaufen und immer wieder verschlägt sich an einen anderen Ort. Du siehst manchmal Arenen, da wärst du im Leben nie hingekommen, weil du sagst, oh, da ist einer auf, da geht einer auf, du hast eh eine Stunde Zeit, um hinzufahren, dann fährst du dahin. Du wärst nicht dort gewesen, wenn der Raid dort nicht aufgegangen wäre und es der erste gewesen wäre. Normal in der Woche hat man ja dann Zeit, wenn ich jetzt täglich meinen Raid-Pass wegmachen möchte, sage ich, ja, da ist zwar einer auf, aber der ist am Arsch der Welt, da gehe ich jetzt nicht hin. Ich warte mal ab, vielleicht nachmittags kommt noch was hierher. Aber am ersten Tag willst du ja immer so schnell wie möglich das Video haben. Ich will es am liebsten immer bis 15 Uhr dann online haben, dass 15 Uhr immer ein Pokémon-Video kommt. Klappt so fast immer. Heute klappt es wahrscheinlich nicht, weil es schon 14.14 Uhr ist. Und ich muss ja dann auch erstmal heim. Ich muss dann erstmal die Dateien alle rüberziehen auf den PC. Ich muss sie alle ins Schnittprogramm reinladen. Ich muss es im Schnittprogramm dann alles schneiden. Dann muss ich es noch exportieren. Wenn es fertig exportiert ist, muss es noch hochladen. Und dann muss es aber auch noch verarbeiten, dass es auch noch in HD oder Full HD verfügbar ist und ihr das gucken könnt. Ich habe schon mal ein Video einfach veröffentlicht, das war noch nicht ganz verarbeitet. Du hast 20 Kommentare bekommen, wieso ist das so schlechte Qualität heute? Oh, das sieht ja richtig kacke aus, Ramses, irgendwas ist nicht richtig. Eine halbe Stunde später war die Qualität da, dann hat es aber keiner mehr geguckt, weil sie es ja in schlechter geguckt haben. Deswegen muss ich immer erst eigentlich abwarten, bis es wirklich verarbeitet ist, dass man das halt wirklich genießen kann. So wie ich es gerade genieße, hier zu stehen, aber immerzu auf diesem Stück Bordstein hier rumhängen und immerzu wieder runterschmieren mit meinen Gummilatschen, die gar kein Profil mehr haben. 0 Max 6 ist dabei, wo kommt der denn her? Hat Pupsi den eingeladen? Ich habe vorhin Kommentare beantwortet, da war der 0 Max 6 und hat geschrieben, ob Sandra ihn mal adden würde vielleicht. Dann habe ich gesagt, ja, die addet dich, Moment, aber die ist so inaktiv, die macht eh nie Geschenke und nix. Dann habe ich, weil sie gerade nicht da war, ihn geaddet von ihrem Account und jetzt hat sie ihn zum Raid eingeladen, obwohl sie gar nicht wusste, wer das ist und dass sie überhaupt mit ihm befreundet ist, weil, perfekt. Vorhin habe ich eine Einladung geschickt, dann hat er angenommen und jetzt wurde er schon zum Raid eingeladen und hat noch mitgemacht. So, jetzt müssen wir aber fangen. Kreis einstellen. Habe ich jetzt gerade nicht gemacht beim ersten Wurf. Ich habe gesehen aber, dass der jetzt einfach fabelhaft getroffen hat. Das heißt, ich würde den Kreis jetzt nicht mehr verstellen. Ich würde warten, bis er in der Mitte ist, bis er angreift und dann in den Angriff werfen, sodass der Ball aufkommt.
und er den... Und er den nicht abwehren kann. Problem jetzt, was ich schon wieder gesehen habe, ich habe nicht mal den Bildschirm berührt und der Ball ist einfach weggehüpft, weil der Bildschirm nass ist. Das heißt erstmal pusten, dass die Tropfen vom Bildschirm runtergleiten. Und jetzt ist der Kreis natürlich nicht klein genug. Jetzt muss ich den doch einstellen. Jetzt müsste er wieder die richtige Größe haben. Jetzt müssen wir wieder warten, bis er angreift. Dann müssen wir wieder in den Angriff reinwerfen. Es ist auf jeden Fall kein Shiny. Das Shiny ist aber aktiviert. Wir haben schon einige gesehen heute. Weil andere haben halt direkt um 11 einen Raid gehabt. So, ich hätte mir den halt gern größer und fetter vorgestellt, dass der irgendwie gefährlicher aussieht. Der ist stark, der ist wirklich gut. Aber es sieht für mich halt nach nichts aus. Ne? Das ist mein Problem, was ich mit dem habe. Wenigstens haben wir jetzt auch im Spiel Schnee. Haben immer noch 16 Bälle. Wie viel habe ich jetzt geworfen? 3? Also hatte ich 19. Ja, das ist so ein bisschen wie Kyogre. Der schwebt immer nach links, der schwebt immer nach rechts. Dann musst du immer warten. Das ist ein bisschen nervig. Aber du brauchst Geduld. Geduld, denn das ist wichtig, da wirklich jeden zu fangen. Für die Bonbons, für ein gutes Exemplar, für die XL-Bonbons vor allem, wenn man vor Ort raidet. Und dann trotzdem davon mal eins hochzuziehen, zumindest auf Level 40. Je mehr ich fange und Bonbons krieg, desto weniger Sonderbonbons muss ich dann da reinstecken, denn das wäre auch eins, was ich dann mit Sonderbonbons zumindest mal auf Level 40 ziehen würde, auf dem Habanero-Account. Ich habe den ganzen Spaß jetzt schon mal mit Terrakium gemacht. Ich habe ein gutes Terrakium bekommen mit 96, 15 Angriff. Das habe ich jetzt auf 40 gezogen mit Sonderbonbons. Ich habe den Spaß bei Zekrom gemacht, weil ich Zekrom auch richtig cool fand. Boreos habe ich, wie gesagt, nur einen einzelnen Raid gemacht. Das war alles egal, aber von Voltolos. Und auch Demeteros könnte man ruhig jeweils ein Exemplar, das Beste, wenn er dann weg ist, das beste Exemplar, dann wenigstens auf 40 ziehen. Oh. Voltolos! Ich krieg schon Krämpfe in den Waden, weil ich die ganze Zeit hier so auf dem Botstein auf Zehenspitzen stehe. Ich glaube, da vorne kommt ein Schneepflug, ein kleiner zumindest. Der fährt jetzt aber nicht hier rein. Nee, er fährt weiter, okay. Sonst hätte ich jetzt vielleicht hier weggemusst, damit er hier frei machen kann für die Busse. So, das Ding ist jetzt drin. Das ist perfekt. Das ist jetzt auch der Pokédex-Eintrag. Den können wir kurz bewerten. 2 Sterne, 12, 13, 10, Meiningen. Passt, das war der Raid, das war der Community Raid, es ist 14.19 Uhr. Mal gucken, wann das Video online geht. Ich gehe jetzt nach Hause, guckt euch noch mal um hier in der Schneelandschaft. Das soll man hier drauf drücken. Ja, bis heute Abend ist das bestimmt alles schön dicht. Also bleibt zu Hause, guckt Ramses Videos oder so. Heute Abend gibt es auch wieder eine Premiere, weil Mittwoch ist, gibt es heute wieder ein Unboxing. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.